Dann schauen wir uns jetzt mal das Making-of zu Ali Awadas I Made a Jurassic Park Film in Blender, also Sorna Part 3 an. Los geht's. Du merkst aber auch, wie viel Liebe er da reinsteckt, ne? Das, dir fällt direkt auf, wie viel Liebe er. Vielleicht sollte Ali Colin beraten. Nee, ich glaube eher, dass Ali Awada wird der nächste Regisseur werden, der neuen Jurassic-Filme. Steven Spielberg wird ihn beraten. Und Colin Trevorrow wird immer wieder sprechen, wenn die beiden was sagen. Und dann machen wir am Ende das, was Colin Trevorrow will. Das war auch so ein geiler Shot hier gewesen. Mit dem Blitzen und mit dem T-Rex im Hintergrund. Ja, es ist, guck. Der steht einfach vor einer weißen Wand bei sich zu Hause und schafft es trotz allem, dass das am Ende so aussieht. Ich schaff's noch nicht mal, dass ich vor dem Greenscreen alles richtig rauskien kann. Colin Trevorrow ist ein Wasserträger. Der darf einfach gar nicht mehr ans Set. Der soll wegbleiben. Er lässt einfach den Teppich sogar da liegen. Es ist wirklich krass. Also wenn ihr schon mal mit Bewegbildern gearbeitet habt und habt schon mal versucht, bewegte Bilder auszukien, dann musst du wirklich Frame für Frame für Frame. Deswegen macht man das ja in der Regel von einem Greenscreen. Da musst du das eben nicht so aufwendig machen. Ich wüsste aber jetzt nicht, dass er hier einfach per Knopfdruck alles um sich herum rauskien kann. Weil auch das Blau jetzt nicht so markant ist, dass das irgendwie einfach übrig bleiben würde. Sich halt echt nicht. Ja, ich habe mich auch mal mit Blender so ein bisschen auseinandergesetzt. Ich dachte mir, vielleicht kann ich auch mal irgendwann meine Was-wäre-wenn-Geschichten mit Blender umsetzen. Ja, Blender ist schon ziemlich kompliziert. Ich glaube, wenn du das drin hast, dann geht das. Aber du musst halt wirklich verstehen, was da passiert. Es ist saukomplex, das Programm. Und übrigens auch kostenlos, wenn ihr Interesse daran habt. Blender ist ein kostenloses Grafikprogramm, womit ihr eben solche Filme erstellen könnt, wenn ihr wisst, wie es geht. Dazu gibt es auch zahlreiche Tutorials im Internet. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Irgendwann mache ich das auch nochmal. Irgendwann. Aber das ist schon eine Leistung. Hier, das. Es ist mir schon. Ich weiß auch gar nicht, was das jetzt hier für Striche sind. Hat er da irgendwas markiert oder so? Ich kann es euch leider echt nicht sagen. Im Urlaub habe ich das mal gemacht, für 4 Stunden. Habe ich mir Blender mal reingezogen und habe selber nebenbei mitprobiert. So weit war ich nie. Okay, er holt sich aber dann tatsächlich die Pflanzen holt er sich anscheinend aus einem Plug-in. Sieht zumindest so aus. Ist halt trotzdem krass, also. Er benutzt auch seine Möbel dann, um irgendwie, also das hier soll jetzt quasi auch den Baum darstellen, ne? Er benutzt die Möbel, um sich dann daran zu orientieren, ob irgendwas hinter ihm ist oder woran er sich anlehnt oder so. Das ist schon nicht verkehrt.
Er ist einfach jemand, der alleine bei sich zu Hause in der Wohnung sitzt und in seiner Wohnung diese Filme produziert. Jetzt müsste ich einfach mal ganz kurz vorstellen, was wäre, wenn man diesem Mann ein Millionenbudget in die Hand drücken würde. Jetzt mal ohne Scheiß. Er kam gar nicht mehr vor, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Die Sauna-Projekte. Also generell Ali Avada kann ich jedem nur empfehlen. Müsst ihr mal schauen. Der Film, den er davor gemacht hat, der hieß Trespasser. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Und der ist sogar fertig. Das sind auch verschiedene Parts. Das Trespasser-Ding, aber er hat es schon zusammengeführt. Da gibt es, glaube ich, 2 Komplettfilme sogar schon von ihm. Geh mir gerade mal hier rüber auf deine Videos. Bitte schon da mal kurz rein. Trespasser hier, überall wo Full dahinter steht. Das hier. Bin ich im Weg? Nee. Das hier. Trespasser Full. Das ist auf jeden Fall einmal eine halbe Stunde geht das Ganze. Und irgendein Video von ihm mit dem Spinosaurus. Das hier. The River. A Jurassic Park Horror Short. Full mit Blender. Geht 15 Minuten und hat schon 1,8 Millionen Aufrufe. Und auch vollkommen zu Recht, das Ding ist auch der Hammer. Nur mal ganz kurz hier einen Teaser dafür zu machen. Hier hat er noch die Figuren selber animiert, also hier waren das noch keine... hier war er noch nicht selber der Schauspieler gewesen. Aber hier auch wieder eine Szene, Spinosaurus einfach im Wasser, taucht unter der Hauptfigur auf. Allein dieses Bild, ey, das ist wirklich, der hat einfach Talent, der Mann.